Allora, Die Thailänder haben es wieder wild übertrieben mit ihrem Wasserfest. Machen wir diesen Clip lieber drinnen im Zimmer. Hallo, René hier. Heute geht es nicht um super, super High-End, sondern um ganz normale Lautsprecher, nämlich die Triangle Standlautsprecher Borea 08 und die Gold 100 von Monitor Audio. Zugegebenermaßen ein nicht ganz fairer Vergleich, denn die Gold 100 kostet mehr als das Doppelte der Borea 08, aber noch lange kein idiotischer Vergleich. Weil aber die zwei nun schon mal in meinem Zimmer stehen, habe ich mir den Jux gemacht, sie gegen meine Tenor zu hören. Ein bisschen Spaß muss sein, oder nicht? Mein Händler, Herr Wassan, hatte mich angerufen und gesagt, er habe gerade ein paar Borea 08 zur Verfügung. Ich könne sie für einen Test benutzen. Den Transport müsse ich allerdings selbst bestreiten. Tja, so ungerecht ist die Welt. Die großen Kanäle, die viel Geld verdienen, kriegen alles gratis. Die kleinen verdienen keinen Cent und müssen alles selbst bezahlen. Trotzdem ließ ich die Boxen aus Bangkok per Taxi antransportieren. Einen Vorteil hat der Nachteil. Ich bin 100% frei und muss die Lautsprecher nicht aus Dankbarkeit über den grünen Klee loben. Platte hier, das ist die boxenseitige Seite. Zwei Tage später, am Ostersamstag, kam der Chef höchstpersönlich aus Bangkok und brachte seine Schätzlein, die Gold 100 mit, sowie ein paar Kleinteile, über die ich in einem anderen Video berichten werde. Als ich versuchte, mich über die Pro 8, wie alle sie nennen, zu informieren, war ich leicht enttäuscht. Während absolut jeder superberühmte und mittelberühmte Tester und Rezensent sein Häuflein neben die BR03 gesetzt hat, hielten sich die Videos und Testberichte zur 08 mehr als in Grenzen. Aber alle waren begeistert. Musste wohl so sein nach dem Erfolg der 03, welche einzig und allein der Cheap Audio Man leicht reserviert vorstellte und er wurde dafür scharf kritisiert. Ich kriege nach diesem Video zur 08 ja vielleicht sogar Bombendrohungen. Aber zurück zum Thema. Nach all dem Lob hatte ich jedenfalls die allerhöchsten Erwartungen, als die Kindersärge ins Haus kamen. Gut 1 Meter hoch und 21 Kilo schwer, aber das lässt sich noch rumtragen. Wenn 03 und 08 so nebeneinander stehen,
sieht man sofort, dass diese Drei-Wege-Box nur eine gestreckte 03 ist, denn sowohl der 25 mm Hochtöner mit Seidenkalotte wie der 16 cm Papiermembran Mitteltöner sind gleich, aber wir haben zwei Bässe dazu. Über die identische Empfindlichkeit von 92,5 dB werden sich die Besitzer von weniger leistungsstarken Verstärkern wiederum freuen. Soweit, so gut. Wer gerne stundenlang in Daten schwelgt, kann sich gerne die einschlägigen Testberichte durchlesen. Mich interessiert hier nur der Klang. Wenn man Lautsprecher falsch positioniert, kann man viel verderben. An die Aufstellung meiner Litfaßsäulen gewöhnt, platzierte ich die kleinen Kerle erstmal direkt daneben und war natürlich enttäuscht. Bei einem Abstand von 2,80 Meter kriegen sie keinerlei Bühnentiefe mehr hin. Auch die Proportionen verschieben sich. Im Folgenden zeige ich, wo die Sänger jeweils bei der 08 und bei der Tenor standen. Bei meiner Anlage steht die Deborah ungefähr hier. Sehr klein, aber das ist natürlich im Maßstab zu der riesigen Opernbühne ganz richtig. Wenn sie aber nun ein Crescendo loslässt, dann dringt ihre Stimme bis hier hinaus. Über die Borea 08 abgehört steht die Sängerin ebenfalls hier, sehr klein und sehr genau zu orten. Wenn sie aber nun ihre Stimme erhebt, wenn sie ein Crescendo loslässt, dann dringt der Klang nur so weit. Weiter kann er eigentlich gar nicht, denn hier ist ja die Bühne für die Borea 08 schon zu Ende, also ist das nur konsequent. Im richtigen Leben sollen sie offenbar so stehen, ganz nah beieinander. Bei mir also so. Und wenn sie dann richtig stehen und wenn die Gold 100 auch so stehen, dann können die konkreten Vergleiche mit Musiktiteln beginnen. Lil McIntosh, Take Your Memories and Leave. Ihre in den tieferen Registern vampartig rauchige Stimme kann in den höheren Passagen über die Borea schnell etwas hart und schneidend werden, bleibt über die Gold aber voll genießbar. Außerdem wirkt die räumliche Zusammenmischung von Stimme, Orgel, Bass und Schlagzeug echter und damit überzeugender. Bei Ben Websters Aufnahme von 1967, Sie hören richtig, 1967, My One and Only Love, stellt die Borea für meinen Geschmack das Saxophon ein wenig zu stark in den Vordergrund unter Vernachlässigung der Orgel. Wieder sind mir die höheren Töne ein bisschen zu aggressiv. Bei der Gold wirkt das Instrument samtiger, hat Druck in den Höhen, aber schneidet nicht.
Ich kann das Sachs auch leichter visualisieren. Und dann das große Schlachtfest. Das Finale aus Strawinskys Suite The Firebird, interpretiert von Tokyo Kosei Wind Orchestra. Notfalls zu finden auch auf diesem Sampler. Da verliert die Borea den Griff und alles wirkt ein bisschen Kuddelmuddel, während die Gold 100 die superkomplizierte Bühnenaufstellung des Massenaufgebots klanglich höchst komplizierter und schwer wiederzugebender Instrumente stabil unter Kontrolle hält. Bei Paukenschlägen hört man auch noch die Paukenbespannung, während die Borea schon kleine Kanonenböller draus macht. Die 08 ist wie ein Parfümzerstäuber, sie atomisiert den Klang und zaubert vordergründig erstmal eine größere Bühne, etwas mehr Raum nach hinten und teilweise sogar nach vorn. Sie brüstet sich mit mehr Bass, will also voluminös wirken, ohne voluminös zu sein, was physikalisch natürlich schwierig ist. Es ist wie mit der ISO-Einstellung bei Ihrem Handy oder Fotoapparat. Je mehr Sie aus dem vorhandenen Licht herausquetschen wollen, desto körniger und unschärfer, desto verwaschener wird das Bild. Dieses Fehlen von wirklicher Substanz kann die Borea-Pappmembranen bei manchen Musikstücken sogar tatsächlich nach Papier klingen lassen. Der Klang hat dann einen rauen, rieselnden Schleifpapiereffekt. Wenn Sie die Borea lauter drehen, wird sie lauter. Danke, danke. Aber das war jetzt kein Karlauer, sondern soll besagen, aus einem Froschskelett wird ein Elefantenskelett, aus dem Elefantenskelett ein Saurierskelett, aber Muskeln und Fleisch wollen sich nicht so recht dazugesellen. Bei Klassik werden die Instrumentengruppen erstaunlich präzise seziert, finden durch die rasierklingenscharfen Schnitte aber meist nicht mehr überzeugend zusammen. Ein Online-Test in Top New Review behauptet, am besten klingen sie in Räumen zwischen 20 und 40 Quadratmeter. Mein Zimmer ist ungefähr 42 Quadratmeter und ich habe bei Zimmerlautstärke folgendes Erlebnis gehabt. Erinnern Sie sich noch an dieses Video? Full Clouds and a Solitary Crane ist ein melodisches, geradezu balladesk singendes Synthesizer-Stück mit verblüffenden Raumillusionen. Hier können Sie mit dem Metermaß nachmessen, um wie viele Zentimeter die eine oder andere Effektschicht mehr hinten oder mehr vorne aus dem Nichts entsteht. Ein Meisterwerk der Abmischung. Dazu kommt ein Synthesizer-Bass, der Sie beim Anschlag kurz samt Sofa hochhebt, in der Luft durchschüttelt und dann wieder runterplumpsen lässt. Aber naja, nicht jeder hört jeden Tag ausgerechnet diese CD oder Tschaikowskis 1812. Ich möchte nur dezent darauf hinweisen, dass Sie bei größeren Räumen vielleicht Probleme kriegen. Die Gold 100 gibt dem Klang mehr Muskeln und Fleisch und eine glattere Haut. Deshalb wirkt sie saftiger im Klang, höhere und grelle Töne kippen nicht so leicht um ins Nervige. Naturinstrumente klingen mehr nach Holz, nach Bambus oder was auch immer. Hörner und Trompeten, Marimbas und Glockenspiele gleichen sich nicht so schnell aneinander an. Mit anderen Worten, individuelle Klangfarben bleiben erhalten. Der Bass der Gold 100
mag etwas weniger üppig sein als bei Borea, ist aber genauer und elastischer. Ich rate vor allem in größeren Zimmern zu einem Subwoofer. Das rückwärtige Anschlussfeld der Gold 100 fällt eindeutig luxuriöser aus als bei der Borea 08. Zwischen den vier Anschlussboxen lesen wir aber auch, dass wir mit 4 Ohm fahren und einen Wirkungsgrad von nur 86 dB haben, was bedeutet, dass ich von der 10 Uhr Stellung für meine Tenors mindestens auf 12 Uhr aufstocken musste. Der Verstärker sollte also schon ein gewisses Maß an Leistung parat haben. Das Finish ist übrigens wirklich beeindruckend elegant. Da können meine Tenors nicht mal hin riechen. Ist dieser Miesmacher jetzt endlich weg? Dann kann ich nochmal auf meinen Idiotenvergleich zurückkommen. Also glauben Sie mir, ich will, weiß Gott, niemandem seine 03, seine 08 oder seine 100 madig machen. Schauen Sie doch nicht so mürrisch, das ist alles nur ganz locker und spielerisch. Aber weil ich in meinen Videos nun so viel Mega-Lautsprecher gezeigt habe, will ich hier einmal die gute Gelegenheit nutzen, ein paar Anmerkungen zu machen über die Unterschiede zwischen einem Mid-Fi, einem guten Hi-Fi und einem High-End-Lautsprecher. Wie oft hat man schon die Chance, 3 so ungleiche Kandidaten im eigenen Zimmer zu hören? Würden wir so etwas wie die Tenors nun im Ernst in den Vergleich mit einbeziehen, müsste ich Folgendes erzählen. Die Sängerin hat, wie auf der Bühne auch, ihren eigenen Bühnenlautsprecher. Das Schlagzeug hat Absperrketten, da kann keiner drüber stolpern. Die Orgel hat ihren eigenen Platz, knapp hinter der Sängerin. Erst auf dem Weg zum Sofa verlinken sich die Auren dieser Ingredienzien zu einem schmackhaften Cocktail und wir hören letztlich sowohl die Klangquellen selbst scharf umrissen, als auch die Schallwellen, die sie aussenden. Für Hamburger-Fans lässt sich das so erklären. Leckere Hamburger, schlechter Lautsprecher. Unbrauchbarer Hamburger, guter Lautsprecher. Für Veganer und Vegetarier erkläre ich es mal so. Man schmeckt jede Blattsorte in diesem Salat einzeln, aber es gibt ein Dressing, welches alles geschmacklich verknüpft. Die Mischung kommt nicht als Einheitspampe daher, aber auch nicht wie eine Albumseite mit lauter unzusammenhängenden Makroaufnahmen. Die Borea schneidet den Rettich oder die Kartoffel einfach in feine Scheiben auf. Die Gold 100 lässt noch mehr Zusammenhang. Die Tenoi zieht den Schnitt aber auch noch weit auseinander, dass ein luftiges, dreidimensionales Objekt entsteht. Beim Schlagzeug höre ich jetzt räumlich getrennt die Kicks der Bassdrum, den pistolenschussartigen Klick des Drumsticks am metallischen Trommelrand und wenn der Drummer am Schluss seinen Stick auf dem Becken vibrieren lässt, dann möchte ich ganz schnell nach vorne laufen, weil ich denke, um Gottes Willen, der Christbaum mit seinen 200 Kugeln fällt gerade um. Bedenken Sie, ein Schlagzeug hat eine Stellfläche von 3 Quadratmetern und einen noch größeren Raumbedarf in Kubik gerechnet. Wenn die Sängerin bei manchen Stereoboxen fast auf dem Schoß des Drummers sitzt oder die Schießbude nur 30 cm breit ist, dann kann da etwas nicht ganz stimmen. Lassen Sie mich beim Webster-Stück bloß mal die Hammond-Orgel herausgreifen. Die klingt über die Tenoi schon irgendwie auch wie die Borea oder die Gold, aber sie furzt und tuckert jetzt wie ein ölverschmierter alter Diesellastwagen
und gibt im Bass gutturale Dinosaurierlaute von sich. Puh, das hier muss ein riesiger Saal gewesen sein, denn hier staut sich der Klang bis in die Zimmerecken und möchte am liebsten über die Begrenzungen hinaus. Und wie sollen kleine, leichte Lautsprecher mit winzigen Magneten genug Luft bewegen, um ein 50-Mann-Orchester mit den wildesten Instrumenten einsetzen, die man sich nur überhaupt denken kann, glaubwürdig wiedergeben? Und trotzdem ist auch dies noch weit entfernt von der Wirklichkeit, aber das können Ihnen die Techniker besser erklären. Hier noch ein paar Worte zum thailändischen Songkran-Fest. Falls Sie die ersten Sekunden der Videoeinleitung nicht ganz verstanden haben, nach altem Brauchtum schüttete man zur Begrüßung der Regenzeit und gleichzeitig des neuen Jahres, welches um diese Zeit herum durch die ersten Regenfälle eingeleitet wird, Familienmitgliedern und Freunden oder auch den Mönchen, wie in diesem Bild, aus einer Schale symbolisch ein wenig Wasser über die Schulter. In modernen Zeiten wurde dies zu brav und langweilig und es kam zu lustigen bis exzessiven Extremen. Weil die Wasserschütterei zum Beispiel durch offene Autofenster oder schreckbedingte Ausweichmanöver sogar zu Unfällen geführt hat, wurden die schlimmsten Tollheiten unter der Militärregierung verboten.